Herzlich willkommen zu einem weiteren spannenden Video-Interview. Heute werden uns Sigmar Palaschke und Dr. Roberta Mugelesi-Dau Einblicke geben in das Wissensmanagement bei der ESA, also der Europäischen Raumfahrtagentur. Im Interview dabei ist Herr Palaschke. Dr. Mugelesi-Dau hatte leider keine Zeit und ist, soweit ich weiß, auch englischsprachig, nicht deutschsprachig, hat aber an dem Vortrag selbst mitgearbeitet. Also herzlich willkommen, Herr Palaschke. Vielen Dank schon mal, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses kleine Interview. Und ich denke, Sie stellen erstmal die ESA wahrscheinlich auch noch mal kurz vor, damit wir so ein bisschen den Kontext haben. Und dann interessiert uns natürlich, wie denn das Wissensmanagement bei der ESA ganz konkret aussieht. Recht herzlichen Dank, Frau Vollmer, auch für die Gelegenheit, dass ich hier etwas über unsere Arbeit bei der ESA erzählen kann. Aber ich möchte Sie, liebe Teilnehmer, auch ganz recht herzlich begrüßen, die ja doch Interesse haben an Wissensmanagement und an dieser Veranstaltung teilnehmen. Das finde ich sehr gut, denn Wissen ist ein entscheidender Faktor. Ich möchte jetzt nicht sagen, ein entscheidender Produktionsfaktor, es ist ein entscheidender Faktor im Leben. Würden wir das Wissen nicht teilen und würden wir nicht versuchen, auch durch Teilung das Wissen zu vergrößern, würden wir vielleicht heute immer noch hinter einem Pferd den Pflug auf dem Acker ziehen. Und ich glaube, wir sind alle ganz dankbar, dass wir doch das Wissen geteilt und vermehrt haben und heute auf einer breiteren Basis das aufbauen können. Aber ich möchte jetzt heute nicht so sehr jetzt allgemein über das Wissensmanagement reden, sondern, wie Frau Vollmer sagte, doch etwas Ihnen erzählen über das, was wir bei der ESA machen. Weshalb ich auch nochmal die ESA ganz kurz erklären möchte, ist ja aus folgendem Grunde. Ich glaube, jede Firma, jedes Unternehmen hat wahrscheinlich einen anderen Ansatz für Wissensmanagement und auch einen unterschiedlichen Verlauf. Und ich glaube, dass es auch sehr entscheidend ist, dass ich also wenige Worte über die ESA sage, dass wir auch dann anschließend die Aufgaben, wie wir sie erfüllt haben, was wir gemacht haben, besser verstehen können. Ich würde dann, nachdem ich die ESA kurz vorgestellt habe, vielleicht doch nochmal reingehen, was wir auf dem Wissensmanagementgebiet gemacht haben. Und dann als dritten Teil im Endeffekt in diese schöne, das deutsche Wort, Lessons Learned gehen, was wir beobachtet haben. Dann würde ich sagen, dann steigen wir mal voll ein, und zwar in diese Folie, die ESA, Fakten und Zahlen. Ich weiß nicht, wie weit Ihnen die ESA bekannt ist. Sicherlich haben Sie jetzt wahrscheinlich einiges gehört über Erfolge und auch Misserfolge, über Rosetta und auch über ExoMars. Aber lassen Sie mich mal ganz kurz etwas sagen. Sie sehen ja auch, dass also die ESA mehr als 50 Jahre Erfahrung hat. Sie ist gegründet worden 1964 über die Satellitenorganisation ESRO und die Raketenorganisation ELDO mit 10 europäischen Mitgliedstaaten. Diese beiden Organisationen wurden dann 1975 zusammengelegt in die ESA, die European Space Agency, die für friedliche Zwecke, für Forschung, Technologie und Anwendung steht. Heute haben wir im Endeffekt 22 Mitgliedstaaten. Das sind 20 EU-Staaten, Norwegen plus Norwegen, Schweiz und Kanada als Beobachter. Sie sehen auch das Haushaltsbudget mit 5,3 Milliarden Euro, die wir haben, aber wir müssen da unterscheiden zwischen einem freiwilligen Programm und einem Pflichtprogramm. Aber ich glaube, das sehen wir ganz gut auf der nächsten Folie, wo es um diese Tätigkeitsbereiche geht. Sie sehen dort im Endeffekt diese neuen Kreise, die neuen Aktivitäten, die wir haben, über die Wissenschaft, über die bemannte Raumfahrt und Erforschung und so weiter und so fort. Die neuen Bereiche, die wir haben, die unterteilen sich in ein Pflichtprogramm
und in freiwillige Programme. Das finde ich auch sehr entscheidend, weil gerade bei 22 Nationen ist es nicht so einfach, über alle Programme immer einen Konsens zu erzielen. Und somit muss im Endeffekt ein Konsens erzielt werden über das wissenschaftliche Programm, wo zum Beispiel auch Rosetta und diese Programme drin sind. Aber alle anderen Programme, wie zum Beispiel die Trägerrakete, die bemannte Raumfahrt, sind Zusammenschlüsse von verschiedenen Staaten auf einer freiwilligen Basis, die dann versuchen, in diesem Gebiet eine Weiterentwicklung voranzutreiben. Diese Tätigkeit wird natürlich in verschiedenen Zentren durchgeführt. Wir haben, das sehen Sie jetzt nicht auf der Folie, aber das möchte ich einfach so ganz kurz nochmal erklären. Wir haben unseren Hauptsitz in Paris, wir haben den Hauptsitz der Technologie für die Entwicklung der Satelliten in ESTEC, in der Gegend in Holland, in der Gegend von Amsterdam, Noordwijk. Wir haben dann ein Operationszentrum, ESOC, in Darmstadt, wo ich herkomme. Wir haben dann ESRIN für die Infrascati bei Rom, für die Erdbeobachtung. Eine Station oder eine Abteilung haben wir auch in Villafranca bei Madrid für die Astronomie und neuerdings auch ein Zentrum für Satellitenanwendung und Technologie in Havel bei Oxford. Das sind also diese Firmen oder sagen wir diese Niederlassungen, die wir haben. Wie ich sagte, wir haben 22 Staaten, die daran mitwirken. Ich muss ehrlich sagen, es ist sehr angenehm, in diesem multikulturellen Art zu arbeiten und es ist spannend, innerhalb der ESA mitzuwirken. Warum haben wir Wissensmanagement durchgeführt? Und ich glaube, das sehen Sie auf der nächsten Folie, Rosetta. Rosetta, wie Sie wissen, hatten wir einen kleinen Satelliten oder ein kleines Element gehabt, was also auf dem Kometen Gerasimenko landete im November 2014. Um damit auf diesem Kometen Untersuchungen durchzuführen, wie der Kometenkern aufgebaut ist, Wasser, Eis und Staub, was alles dazugehört. Das Projekt wurde entwickelt 1984. Es hat dann einige Jahre gedauert, bis die ganzen Analysen durchgeführt wurden und auch die Ergebnisse zustande kamen. Wir hatten dann nochmal, bevor der Satellitenstart stattfand, nochmal eine Verzögerung gehabt wegen eines Fehlers einer Rakete, hatten wir nochmal eine Verzögerung gehabt und mussten nochmal einiges umplanen. Aber 2004 war der Start und 2014 war im Endeffekt die Landung auf diesem Kometen im November 2014. Das sind also vom Beginn des Projektes bis zu dem Höhepunkt des Projektes 30 Jahre. Also wenn ich mir vorstelle, dass jemand nach der Universität im Alter mit 28 Jahren bei der ESA anfängt, mit dem ersten Tag gleich in das Rosetta-Programm einsteigt, dann ist er 58 Jahre alt, wenn der Höhepunkt des Projektes stattfindet. Natürlich besteht dieses Rosetta-Team nicht nur aus ganz jungen Leuten mit 28 Jahren, sondern da haben auch viele mitgewirkt, die schon 50, 55 waren. Und hier lag nun eigentlich auch eine Begründung über dieses langzeitige Projekt, sich zu informieren, wie können wir Wissen erhalten. Wie können wir Wissen erhalten, das in den Köpfen 1984, 85 und 1990 war, wie dieses Projekt laufen soll und wie es vonstatten gehen kann, auch bei Fehlern. Und das ist, glaube ich, gerade das Entscheidende, dass ich da wirklich dieses Wissen mitbringe. Wie kann ich dieses Wissen aufrechterhalten? Und ich glaube, das waren die Anfänge gewesen in den Jahren ungefähr um die 1999, wo wir uns mit dieser Frage
mit Wissenssicherung, Wissensspeicherung und Wissenstransfer beschäftigt haben. So viel, so gut zu der ESA selber. Wenn Sie noch mehr wissen möchten, sehen Sie auf der nächsten Folie, da ist also diese Adresse angegeben, über www.esa.int, und da gibt es einiges, was Sie lesen können und was ich Ihnen auch empfehle, sich mal anzuschauen. Wie ich sagte, die ESA ist ein ganz interessantes Unternehmen oder Organisation. Aber jetzt möchte ich ganz gerne zu dem zweiten Teil kommen, vielleicht auch noch eine Einleitung, bevor wir überhaupt zu den einzelnen Sachen gehen. Wie hat sich nun bei uns das Wissensmanagement entwickelt? Sie sehen ja dann auf dieser Folie die Meilensteine, Wissensmanagement-Meilensteine, da sehen Sie ungefähr jetzt den Ablauf. Ich hatte Ihnen erklärt, knapp 1999 haben wir uns mit dieser Rosetta-Frage beschäftigt, hatten einen Videoansatz genommen, um die Leute, die Schlüsselpersonen zu interviewen und dann einfach auch gute Fragen zu stellen, um das implizite Wissen, wie man so schön sagt, doch im Endeffekt zu dokumentieren. Dann kamen 2003 noch andere Aspekte hinzu, wo wir uns über die Wettbewerbsfähigkeit unterhalten haben. Und beide Ansätze, der Rosetta-Ansatz und auch der ESOC-Ansatz, sind nicht allgemeine ESA-Ansätze, sondern der Rosetta ist ein projektspezifischer Ansatz und dieser ESOC-Ansatz ist ein Establishment, ein abteilungsspezifischer Ansatz. Wir haben dann in den Jahren darauf, von 2003, uns innerhalb vom ESOC unterhalten, was wir für Wissensmanagement, was wir benötigen, was wir tun können, was wir tun sollten, und haben uns da im Endeffekt auch Soll und Ist angesehen und auch die Frage von Wissensspeicherung. Aber dazu komme ich nochmal später. Dann sehen Sie, der nächste Teil war der Kooperativansatz, wo wir versuchten, über die ganze ESA etwas aufzubauen. Und wir haben also hier mit Firmen zusammengearbeitet und haben dann eine Auswahl getroffen von 6 Pilotprojekten, um das für die gesamte ESA durchzuführen. Dazu komme ich auch noch. Und dann ab 2014 haben wir einzelne Aspekte uns angesehen, wie zum Beispiel die Archivierung des Projektwissens. Das war auch veranlasst dadurch, dass unser ATV-Programm, also ein automatischer Transfervehikel zu der ISS, um Materialien zu transportieren, bestand aus 5 Elementen und die sind ausgelaufen und da mussten wir uns einfach überlegen, wie können wir dieses Projektwissen, auch ein detailliertes Projektwissen, speichern, ohne eine Überfüllung zu haben. Auf der nächsten Folie, der Ablauf, sehen Sie im Prinzip das Gleiche, was ich Ihnen gesagt habe, dass wir im Endeffekt von ESOC speziell mit der Ist-Analyse, mit der Wissenssicherung dann auf dieses Kooperative gingen mit den Pilotprojekten und dann später uns noch Archivierung und diese ISO 9001 und die Kennzahlen angesehen haben. Vielleicht ist auch ganz interessant auf der nächsten, wo ich diese Wissensmanagement-Bereiche habe, da habe ich das einfach mal versucht aufzuteilen in einer Tabelle oder Matrix, wo wir auf der horizontalen Ebene die verschiedenen Wissensaktivitäten haben, aber schon zusammengefasst. Erzeugung, wenn Sie nachschauen bei Probst zum Beispiel, da könnten Sie Erzeugung haben durch Einkaufen oder auch durch eigenes Generieren. Ich habe das hier mal zusammengefasst, um es etwas einfacher darzustellen. Dann die Benutzung und die Bewahrung. Und dann gibt es ja oft dieses TOM-Modell, die Technologie, die Organisation und der Mensch, die Dimensionen und das auch aufgeteilt. Und so sehen Sie, dass wir doch im Endeffekt genügend viele Elemente abdecken. Ich habe den Titel dastehen, zum Beispiel
den Stand und die Bewertung und darunter dann eine Abkürzung, und das ist immer die Veröffentlichung, die wir durchgeführt haben. Also wenn ich jetzt Stand und Bewertung nehme, dann hätten wir es also unter JKM, also das Journal of Knowledge Management, und dann im Jahr 2010. Und da sehen Sie, dass wir auch einiges auf den verschiedenen Gebieten durchgeführt haben, was auch veröffentlicht wurde, wo Sie auch mal nachschauen können, was wir von der ESA her gemacht haben, durchgeführt haben. Die nächste Folie ist im Endeffekt nur nochmal die exakten Titel der verschiedenen Veröffentlichungen. Da sind nicht alle dabei, denn wir haben ja auch Vorträge gehabt auf Konferenzen, die jetzt hier nicht aufgelistet sind. Aber das soll Ihnen einfach mal einen Überblick geben über das, was wir auf diesem Gebiet durchgeführt haben. Um auch mal zu sehen, in welche Richtungen wir gingen. Und Sie haben ja auch vorher gesehen, als ich sagte, wir sind von der ESOC zum Kooperativen, zu der ESA gegangen, dass wir uns im Endeffekt 6 Pilotprojekte ausgesucht haben, um auch in diesen 6 Pilotprojekten einfach die verschiedenen Elemente aus den Wissensaktivitäten und diesen Dimensionen Technologie, Organisation und Mensch mal zu untersuchen und das auch abzudecken. Jetzt vielleicht noch ein zweiter Aspekt, den ich auch noch geben möchte, ist in dieser Tabelle, was Sie gesehen haben, haben wir einige Elemente abgedeckt, aber die Frage stellte sich uns doch, ob wir durch dieses Abdecken der Bereiche auch im Endeffekt die ISO-Norm, die neue ISO-Norm auch erfüllen. Und da haben wir einfach jetzt mal untersucht, ob was die ISO-Norm sagt und ob wir auch für diese ISO-Norm, für diese Anforderungen entsprechende Instrumente oder Mittel oder Methoden auch zur Verfügung stellen. Die Anforderungen, die sehen Sie auf dieser Folie Nummer 13, wo also diese ISO 9001-2015 Anforderungen sind. Die sind relativ klein oder relativ kurz gehalten. Ich hatte auch gedacht, als ich von diesen neuen Anforderungen gehört habe, das ist wie ein Gesetzbuch mit 500 Seiten und dann noch so und so viele Unterparagraphen. Das ist aber nicht der Fall. Die Anforderungen sind relativ kurz und klein. Es sind 3 Anforderungen, dann gibt es im Anhang nochmal etwas über die Begründung dieser Anforderungen, sodass man sagen kann, die stehen auf dem normalen DIN A4 Papier auf einer halben Seite. 0,3 Seiten ungefähr für die Anforderungen und die Definition des organisatorischen Wissens und ungefähr 0,3 Seiten für die Begründung. Also ist der ganze Abschnitt 0,6 Seiten lang. Das sind diese, wie ich sagte, die Anforderungen, die wir haben. Wir haben dann auch diese Anforderungen wieder zerlegt in diese Wissensaktivitäten. Ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Wissensaktivitäten oder Probstbausteine, wie sie auch genannt werden, sehr hilfreich finde, weil dadurch einfach die Aktivitäten, die mit dem Wissen verbunden sind, doch abgegrenzt und beschrieben werden. Und man einfach sieht, was darunter zu verstehen ist. Und so hatten wir also jetzt hier das mit diesen Wissensaktivitäten verglichen. Und wir decken im Endeffekt durch diese ISO-Norm alle Wissensaktivitäten ab. Wenn wir jetzt durchschauen, welche Methoden, welche Instrumente gibt es, das ist ja nun auf dieser Folie Nummer 14, dann sehen Sie, dass also einige Instrumente da sind, mit denen man verschiedene Aspekte, verschiedene Wissensaktivitäten, dass man einige Instrumente für verschiedene Aktivitäten anwenden kann. So, das ist der richtige Satz. Und zum Beispiel diese Stand und die Bewertung, das sehen Sie auch für die Identifikation können wir es benutzen, für die Bewertung können wir es benutzen und für die Bewahrung können wir es benutzen.
Und dann gibt es darunter auch einzelne Anwendungen, die nur für eine Wissensaktivität vorkommen. Und wir haben uns alle diese Wissensaktivitäten und die Instrumente angeschaut und die dann auch mal verglichen mit den ISO 9001 Anforderungen und kamen dann auf dieser nächsten Folie, auf diese 15er, Nummer 15, empfohlene Instrumente, auf folgende Aussagen, wo wir als ESA gesagt haben, da legen wir Wert darauf. Was wir brauchen, ist im Endeffekt die Identifikation und die Bewertung des Wissens ist sehr wichtig. Die Stand- und die Bewertungsanalyse, was wir innerhalb der ESA unter Appraisal, mit Appraisal bezeichnet haben. Sie gibt uns im Endeffekt auch die Wissensinsel und auch die Lücken und zeigt uns auch auf, wo Verbindungen geknüpft werden können oder müssen. Der Erwerb und die Entwicklung ist sehr wichtig und da haben wir auch festgestellt, dass also gerade diese Förderung von Gemeinschaften von Bedeutung ist, diese Communities of Practice. Die Verteilung des Wissens, mich hat eine Gleichung beeindruckt, gerade bei dieser Verteilung des Wissens. In dem Buch von Probst, Wissen managen, wird eine Gleichung zitiert von Arthur Anderson, der gesagt hat oder so aufgesetzt hat, K ist gleich P plus I in Klammern hoch S. Was bedeutet das? Also mir ist nur dieses KPI immer ganz gut in Erinnerung, weil ich in der Schulzeit doch diesen Zins, den Ertrag, den ich bekomme aus einem Kapital, K war damals Kapital, P war der Zinssatz, I war die Anzahl der Jahre und da war immer so in meinem Kopf KPI durch 100, ist der Ertrag, den ich bekomme. Und dieses KPI taucht hier auch auf, deshalb hat es mich irgendwo fasziniert. K als Knowledge ist gleich Personen, People plus Information und diese Summe hoch S, hoch Sharing, hoch Teilen. Und es ist klar, dass gerade dieses Teilen von Wissen eine Bedeutung hat. Eine Multiplikation oder eine Addition von S würde nicht so viel bringen, wie dieses als Exponent. Summand oder Multiplikator wäre nicht so bedeutend wie dieser Exponent, dass ich da also die Person und die Information zusammenteile und ich versuche, das zu zusammentue und ich versuche da dieses Wissen zu teilen. Da gerade durch diese Teilung kommt im Endeffekt das Wissen zustande, auch das neue Wissen zustande. Dann in der Bewahrung des Wissens denken wir auch, dass wir, auch wie ich sagte bei diesem Beispiel früher bei ACV, bei diesen fünf Projekten, dass wir Wissen bewahren müssen. Aber es ist natürlich immer die Frage, müssen wir alles bewahren? Mein Onkel sagte mal zu mir, wer nichts aufhebt, hat auch nichts. Aber es ist eine Frage, ob ich alles aufheben muss oder ob ich auch etwas aussortieren kann. In verschiedenen Lehrbüchern von über Wissensmanagement kommt auch der Begriff rein, das Unlearning, wir das aussortieren. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass da im Endeffekt etwas aussortiert wird, sodass ich nicht alles behalte. Und dann ist für uns auch entscheidend, wie ist die Leitungsform, wie sieht das aus. Es muss geleitet werden, denn im anderen Falle würde ich, wenn ich keine Leitung habe, dann würde es auch etwas chaotisch laufen. Wir auf der nächsten Folie sehen Sie jetzt nochmal die Literatur, die wir für diese Thematik benutzt haben. Das ist einmal von Anni Kubek, da sind verschiedene Autoren drin, die über das ISO gehen, Klaus Nord, und dann auch ein Artikel von DFBM, auch über dieses Wissensmanagement in der Norm. Aber da wollte ich Ihnen einfach nur mal als Referenz das zeigen.
Auch ein anderer Aspekt, der für uns wichtig war, ist auf dieser nächsten Folie mit den Kennzahlen. Ich glaube, wenn wir etwas entwickeln und die Instrumente haben und die Instrumente auch anbieten, dann müssen wir auch wissen, wie gut wirken diese Instrumente. Und da hatten wir uns auch nochmal mit dieser Frage von ISO, auch mit dieser Frage der Kennzahlen oder diese Key Performance Indicators beschäftigt. In der Literatur findet man, dass man versucht, Kennzahlen als quantitativ, also quantitative Kennzahlen werden bevorzugt. Es ist natürlich immer einfach zu zählen, die Wichtigkeit eines Durchganges zu zählen über die Anzahl der Personen, die dort durchgehen. Und jetzt habe ich nur mal ein Beispiel genommen über ein Expertenverzeichnis. Da kann ich natürlich, wenn ich nur dieses Instrument nehme, könnte ich einfach überprüfen, wie hoch ist die Anzahl der Einträge und wie hoch ist die Anzahl der Aufrufe. Aber eigentlich sagt es mir nicht allzu viel aus. Denn ich könnte auch als neuer Angestellter dieses Expertenverzeichnis benutzen, um vielleicht Freunde zu finden, die ähnliche Interessen haben. Und dann schaue ich einfach rein und suche Freunde, die ähnliche Interessen haben. Es hat aber eigentlich mit dem Beruf und es hat eigentlich auch mit dem Sinn dieses Expertenverzeichnisses für die Organisation oder für die Firma nicht viel zu tun. Und ich glaube, da ist es günstig und so wird auch gesagt, wenn man unterschiedliche Ebenen oder unterschiedliche Perspektiven betrachtet. Und so würde ich sagen, auch hier gibt es nicht nur das Instrument, sondern wir könnten auch überprüfen, wie gut ist das Expertenverzeichnis für die Wissensaktivität Austausch. Und wir könnten auch uns überlegen, wie gut ist das für das Wissensmanagement allgemein. Und ich glaube, je höher wir in der Ebene, in der Perspektive gehen, desto mehr ändern wir die Kennzahlen von quantitativ in qualitativ. Was natürlich dann etwas schwieriger ist, weil da doch eine persönliche Färbung mit reinkommt. Aber wir hatten uns das überlegt gehabt und hatten jetzt auch mal hier in dem auf der nächsten Folie haben wir einfach nur mal ein paar Beispiele aufgezeichnet, wie diese Kennzahlen aussehen könnten für die Wissensaktivität, Wissensbewahrung. Und auf der nächsten sehen Sie die entsprechende Literatur dazu. So, jetzt muss ich ehrlich sagen, das war eine relativ lange Einleitung. Aber ich glaube, einfach nur zu den Lessons Learned zu gehen, bringt nicht allzu viel, wenn man den Ablauf nicht kennt. Was nützt Ihnen Lessons Learned von einem Busunternehmen, das Sie nicht kennen und wo Sie auch nicht wissen, was dieses Busunternehmen durchführt? Und so hatte ich doch das Gefühl gehabt, es ist ganz interessant, auch mal zu zeigen, was wir machen, dass Sie den Hintergrund kennen. Und ich muss auch sagen, wenn Sie mal Anfragen haben, Sie sehen ja auf der letzten Folie auch noch zwei E-Mail-Adressen. Wenn wir Ihnen von der ESA auch noch mal etwas zukommen lassen könnten, sind wir auch ganz zufrieden, wenn wir einfach das, was wir auch durchgeführt haben, Ihnen weiter vermitteln können. Aber lassen Sie mich jetzt nochmal zu diesem letzten Teil kommen, der Beobachtungen der Lessons Learned. Da sehen Sie ja einen jungen Mann, der sich da überlegt, vor dieser Wandtafel, wo alles draufsteht, was nehme ich mit? Aus diesem Wirr von Informationen, was nehme ich mit? Und ich glaube, ich könnte Ihnen heute relativ viel erzählen über diese Lessons Learned. Aber da möchte ich ganz gerne doch ein paar Einschränkungen durchführen oder ein paar Einschränkungen nehmen, weil ich glaube, das wäre eine Reihe und ich könnte sie auch vielleicht ein bisschen überschütten.
Ich könnte Lessons Learned aufzeichnen in Richtung der, wie man prozessorientiert Wissensmanagement einführt. Ich könnte Ihnen Lessons Learned geben in der Frage, dezentral oder zentral, wo liegen die Vorteile, wo liegen die Nachteile, ist dezentral günstiger, wo wir in einer Zelle beginnen und dann durch Multiplikatoren diese Informationen weitergeben. Interessant ist sicherlich auch für Sie, irgendwo rauszufinden, wo sind die Quick Wins, wie können wir das machen. Aber auf dieser ersten Folie möchte ich doch sagen, der Ablauf ist doch im Endeffekt eine Funktion der Unterstützung des Managements, des Geldes, der Zeit und der Anzahl der Mitarbeiter, die ich habe. Wir wünschen uns im Endeffekt eine gute Unterstützung des Managements, genügend Geld, Zeit und Mitarbeiter, die an diesem Projekt Wissensmanagement mitwirken können. Die Realität sieht manchmal etwas anders aus, dass das Geld nicht immer genügend ist, die Zeit und die Anzahl der Mitarbeiter auch nicht. Ferner wünschen wir uns wohl eine wohl definierte Zielsetzung mit einer durchgängigen Strategie. Ich möchte Sie einfach fragen, unter der Annahme, Sie sind älter als 18 und davon gehe ich aus, haben Sie den Rest Ihres Lebens, für den Rest Ihres Lebens eine wohl definierte Zielsetzung mit einer durchgängigen Strategie? Wissen Sie, wann Ihr Studium abgeschlossen ist? Wissen Sie, wann Sie heiraten? Wissen Sie, wie groß die Familie ist? Und wissen Sie, welchen Level Sie in Ihrer beruflichen Karriere erreichen werden? Ich glaube, bei diesen Zielsetzungen, dieser Weg zu dieser Zielsetzung ist ein Weg mit vielen Gabelungen. Und ich muss ehrlich sagen, an vielen dieser Gabelungen stehen keine klaren, eindeutigen Wegweiser. Und das ist, glaube ich, einfach auch zu übertragen auf diese Einführung des Wissensmanagements. Ich glaube, dass bei dieser Einführung des Wissensmanagements an verschiedenen Stellen doch Fragen gestellt werden, die man nicht immer schon vorher genau beantworten konnte. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn Sie sagen, wenn ich eine Brücke über einen Fluss baue, dann kann ich nicht mitten in dem Bau der Brücke mir überlegen, dass sie doch höher oder weiter östlich oder weiter westlich stehen sollte. Das geht nicht. Da muss ich es einfach durchziehen oder ich vergeude viel Geld. Aber bei der Einführung des Wissensmanagements sind Personen mit involviert, die doch auch ihre persönlichen Entscheidungen fällen. Und da kommt so die Frage rein, wie relevant ist dieses Wissensmanagement für die Leute, die mitwirken, und wie akzeptieren sie es? Relevanz und Akzeptanz kommt da vielleicht rein. Und deshalb hatte ich mir gedacht, für dieses heutige Interview oder was ich Ihnen mitgeben möchte, hier möchte ich einen nur zwei Aspekte mitgeben und das ist auf der nächsten Folie. Wo wir festgestellt haben, je kleiner die Gruppe ist, und das ist jetzt in diesem Falle, als wir das Wissensmanagement für ESOP eingeführt haben. Sie erinnern sich, dass ich gesagt habe, wir sind im Endeffekt für die Satellitenoperation zuständig. Wir kontrollieren den Satelliten auf dem Weg, auf dem Flug zu einem Kometen oder zu einem Planeten oder auch um die Erde herum, kontrollieren ihn. Wir haben innerhalb ESOC 230 Festangestellte und ungefähr nochmal die doppelte Menge, lassen Sie mich mal sagen, 500 an Zeitpersonalkontraktoren. Aber es ist diese Gruppe, ob die nun 700 oder 800 Leute beinhaltet, ist immer noch ganz gut überschaubar. Und da muss ich sagen, verlief Wissensmanagement Einführung, Erstellung, Einführung und Anwendung der Instrumente sehr gut.
Wir haben auch Wissensmanagement eingeführt bei diesem Projekt ATV, was ich Ihnen vorher sagte, für diese Anwendung. Und auch selbst in diesem Projekt ATV verlief Wissensmanagement sehr gut. Das war relativ einfach, es ist überschaubar. Wir haben schon festgestellt, gerade bei der ESA, wo wir verschiedene Niederlassungen haben, die also über, wie ich sagte, über Holland, Paris, dann nach Spanien, Italien, Deutschland, England gehen, ein ESA-weites Wissensmanagement einzuführen, ist schon problematischer. Weil auch von dieser Kerngruppe, die sich Gedanken macht, auch mit Repräsentanten der verschiedenen Abteilungen, aber doch vielleicht der Blickwinkel etwas anders ist, als was die einzelnen Angestellten dort in ihrer Abteilung sehen und wie sie es betrachten. Aber ich glaube, was wir auch ganz gut erreicht haben, ist ein Toolkit aufzusetzen anhand dieser Pilotprojekte, wo die Leute sich das entsprechend nehmen können, was sie brauchen. Aber wir haben festgestellt, gerade bei dieser Neuausrichtung auf das Kooperative, auf die ESA, dass wir zu dem Zeitpunkt ESOC etwas vernachlässigt haben. Und es ist immer schwer, eine Motivation, die etwas verloren geht, dann wieder aufzubauen. Und das haben wir festgestellt. Wir haben also ein gutes Team innerhalb ESOC gehabt, auch mit einer guten Akzeptanz dieser Instrumente, der Einrichtungen, der Methoden. Aber durch die Ausrichtung auf das Kooperative, wo wir dann mehr auf die ESA unseren Blickwinkel gerichtet haben, ging ESOC etwas verloren, wurde etwas vernachlässigt. Und da, glaube ich, habe ich das Gefühl, hier haben wir einen Fehler gemacht. Und das ist, glaube ich, auch so diese Entscheidung, die ich Ihnen mitgeben möchte. Wenn Sie Wissensmanagement implementieren, versuchen Sie auch, die Energie oder die Motivation aufrechtzuerhalten, die Zielsetzung aufrechtzuerhalten, dass die Leute, die Angestellten auch mitgehen. Es muss eine kontinuierliche Anbietung der Instrumente da sein und eine Einbeziehung der Schlüsselpersonen. Wie ich sagte, ich könnte Ihnen mehr Lessons Learned geben, aber ich nehme auch an, Sie erhalten auch über andere Interviews andere Lessons Learned. Und somit hatte ich gedacht, ich müsste heute im Endeffekt Gewicht auf diese Wichtigkeit der Werbung und die Aufrechterhaltung der Motivation Wert legen. Ich wünsche Ihnen nicht nur bei dieser Veranstaltung viel Erfolg, gute Motivation, sondern auch, wenn Sie Ihr System in Ihrem Bereich, in Ihrer Firma, in Ihrer Organisation einbauen, auch viel Erfolg. Aber von unserer Seite haben wir gelernt, gute Dinge werden nicht angewandt, solange ich sie im Geheimen in meinem Keller durchführe. Da muss auch etwas Werbung durchgeführt werden und es muss auch diese Motivation aufrechterhalten werden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Besten Dank auch fürs Zuhören. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Herr Palaschke. Das war sehr anschaulich. Also ich denke, man hat einen sehr guten Eindruck bekommen von dem, was die ESA tut, auch wie sie es tut. Auch ganz spannend, dass Sie bei diesem ISO-Thema schon mittendrin stecken. Auch das Thema mit den Kennzahlen ist natürlich jetzt kein dünnes Brett, was Sie da bohren. Da ich Ihr Thema schon ein wenig kenne, frage ich direkt mal den Dirk, ob er eine Frage noch hat, Dirk. Also ich hatte, wenn wir vielleicht auf die vorletzte Folie zurückgehen, ja, noch mal eine Frage zu den
So, hier, da steht ja diese, also bei Beobachtung Lessons Learned, ja, stehen die bei der ESOG diese verschiedenen Wissensinstrumente in den überschaubaren Abteilungen. Was ja sind denn die so erfolgreichsten Wissensinstrumente, die Sie dort so in dieser Zeit implementiert haben? Wo würden Sie sagen, hey, das hat am erfolgreichsten funktioniert und eventuell auch, warum Sie denken, dass dieses Instrument so erfolgreich ja war? Ja, also wir haben festgestellt, dass also gerade das Portal, wo wir im Endeffekt Zugriff auf Dokumentation, Wissen geben, mit einem Search, mit einer Suchmaschine, ein entscheidendes Element ist. Wir hatten ja vorher nicht diese Gesamtportale gehabt, die einfach bedienbar waren, und wo man dann auch die Informationen relativ schnell abrufen konnte. Die ESA hat im Endeffekt, lassen Sie mich mal sagen, 30 Projekte, die laufen. Und es war also vor der Jahrtausendwende so, dass jedes Projekt hatte ein eigenes Dokumentationssystem gehabt. Und wenn ich nun von Projekt X1 etwas suchte, dann musste ich in ganz spezielle Dokumente reingehen, um das dort zu finden. Und wenn ich das vergleichen wollte mit dem Projekt X2, dann musste ich wieder irgendwo rübergehen und ganz anders suchen. Und wir hatten den Eindruck gehabt, dass ein Portal, was also Zugriff zu einem vergrößerten Dokumentationssystem hat, mit einer Suchmaschine sehr gut ist. Wir haben auch diese, was ich sagte, diese Expert-Debriefings durchgeführt, also wenn Angestellte die Firma verlassen, dass sie nochmal irgendwo ein Interview haben, wo sie ihr implizites Wissen auch darlegen können. Diese Videos wurden auch auf das Portal gestellt und wir haben diese Videos, wie man im Englischen sagt, also eine Transcription durchgeführt, wo das gesprochene Wort wieder in das geschriebene Wort kam und damit auch diese Suchmaschine angesetzt werden konnte. Also für mich habe ich das Gefühl, dass gerade dieses Portal mit den verschiedenen Dokumentationssystemen, Expert Debriefing Videos, mit dem Expert Directory ein zentrales Element ist, was gut ist und was auch einen sehr guten Anklang fand. Gut, ganz vielen Dank dafür. Mir kam noch, ich hatte dann noch eine Frage gehabt, weil ja ich bei den Lessons Learned erstmal nicht an dieses, als erstes an das Lessons Learned aus den gesamten Wissensmanagement-Aktivitäten gedacht habe, sondern als Lessons Learned in Projekten selber. Gibt es ja da bei Ihnen richtig definierte so Abläufe wie Lessons Learned aus bestimmten Projekten und Entscheidungen durchgeführt werden? Ja, wir haben also Lessons Learned. Lassen Sie mich noch vorher sagen, wir beziehen uns in unserem Managementsystem doch auf gewisse Standards, die wir in diesem ECSS haben, European Commissioning for Satellite Systems, glaube ich, heißt das. Und die haben also verschiedene Dokumente über Management, Projektdokumentation, Projektablauf mit den Phasen, mit den Reviews, was alles da drin sein muss. Und da nach diesem System, oder wir benutzen dieses System als Grundlage. Und da gibt es natürlich auch Lessons Learned Prozeduren. Wir haben diese Lessons Learned Prozeduren auch erweitert, gerade in der Hinsicht, um herauszufinden, wie kann ich Lessons Learned von einem Projekt auf das andere Projekt übertragen. Aber wir haben Lessons Learned Prozeduren da, die also fest vorgeschrieben sind. Und auch gerade bei uns im ESOC haben wir Lessons Learned, die regelmäßig durchgeführt werden bei Projekten. Natürlich ist bei uns vielleicht im ESOC, gehen die Lessons Learned mehr in eine Verbesserung der Prozeduren. Weil wir, sagen wir, Satellitenkontrolle durchführen und wenn bei uns Satellitenkontrolle schlecht läuft, dann müssen die Prozeduren für diese Satellitenkontrolle verbessert werden
Und da sieht man häufig, dass also Lessons Learned aus einem Ablauf in Vorschläge für Prozeduren gehen und dann nach einem Review dieser Sache in die Prozeduren eingebaut werden. Es sieht anders aus, wenn ich also meinetwegen einen Kontrakt habe und der Kontrakt ist nicht gut gelaufen, dann kann ich das nicht so in diese Prozeduren aufnehmen. Und da hatten wir uns auch überlegt gehabt, auch in diesen Pilotprojekten, wie sieht Lessons Learned aus, was könnten wir machen? Und da war für mich auch die große Frage der Übertragbarkeit von Lessons Learned von Projekt A auf das Projekt B. Aber wir haben da Prozeduren. Gut, ganz vielen Dank dazu. Ich hatte noch, das haben Sie vorhin erwähnt, Sie machen ja dieses Expert-Debriefing mit Videos. Für mich ist jetzt die Frage, wie wird denn jetzt entschieden, von welchen Experten wie jetzt so ein Expert-Debriefing gemacht wird und wie ist dann der Ablauf, dass man dazu kommt, was soll denn da rein? Also erstmal, wie findet man die Experten? Gibt es da generelle Regeln, wenn da jemand ausscheidet? Oder wie entsteht das Ganze? Und was gibt es so als vielleicht Hinweise für diese Video-Interviews? So habe ich es jetzt erstmal entnommen. Ja. Da ist natürlich eine, lassen Sie mich mal sagen, eine persönliche Entscheidung auch mit drin. Also nicht für jeden führen wir ein Expert-Debriefing durch. Oder nicht für jeden haben wir ein Expert-Debriefing durchgeführt. Wir haben auch einen Artikel in diesem Wissensmanagement, in dieser Zeitschrift Wissensmanagement, über das Expert-Debriefing, wo wir das beschrieben haben. Und wir haben eigentlich zwei Typen. Wir haben einen Interview-Typ und einen Präsentationstyp oder Expert-Debriefing-Typ. Die Themen, die wir aussuchen, egal welchen Typ wir haben, die Themen, die wir aussuchen, sollen in Richtung implizites Wissen gehen. Dass ich jetzt, sagen wir mal, ich komme aus der Flugdynamik, dass ich jetzt nicht die Kepler-Gleichungen erkläre, wenn ich weggehe, das ist klar, das kann ich in jedem Textbuch nachlesen, in jedem Lehrbuch nachlesen. Aber es gibt implizites Wissen und da ist natürlich auch immer die Frage, wie erfahre ich dieses implizite Wissen? Und wir haben ja von unserer Gruppe her, die also sagen wir, Wissensmanagement betreibt innerhalb vom ESOC, doch wegen der relativ kleinen Größe des Betriebes, wo ich sagte, wir haben also ungefähr 200, 230 Festangestellte, mit denen wir das durchführen würden, wenn es notwendig ist. Und da hat man einen relativ guten Überblick. Und auch durch die Kollegen erfährt man, oder die wirken ja mit, wo steckt dieses spezielle Wissen oder welches Wissen hat diese Person im Kopf? Was ist das implizite Wissen? Und unsere Zielrichtung war, dass wir nicht Wissen vermitteln im Expert-Debriefing, was nachgelesen werden kann, sondern im Endeffekt das implizite Wissen, was nicht niedergeschrieben wurde, vielleicht auch wegen des Schwierigkeitsgrades oder auch aus Zeitgründen es nicht niedergeschrieben wurde. Und natürlich hängt es auch mit diesem ganzen Handover, wenn jemand die Firma verlässt, damit auch zusammen. Da sind einige Leute am Mitwirken und Mitsuchen, wo steckt das implizite Wissen, auch durch Interviews, die vorher stattgefunden haben. Und dann wird es durchgeführt. Und ich muss sagen, es ist jetzt vielleicht nicht so angewandt worden später von den Mitarbeitern, wie jetzt meinetwegen die Fußballergebnisse am Montag von der ersten Bundesliga oder zweiten, je nachdem, woran ich Interesse habe. Aber es ist auch nicht dafür gedacht, dass jeden Tag reingeschaut wird, sondern es soll ja Wissensbewahrung sein. Sodass also im Notfall jemand dann reinschauen kann. Jetzt hatten die noch gefragt, wie wird es durchgeführt? Also wir haben das Video, das wird aufgenommen, wir haben da mehrere Räume, aber innerhalb vom ESOC haben wir einen ganz speziellen Raum, der dafür gut ausgestattet ist. Das wird videomäßig aufgenommen, die Fragen, die anschließend kommen, werden auch aufgenommen. Es wird dann über eine kleine Firma, diese Transcription wird durchgeführt, sodass dann das gesprochene Wort in das geschriebene Wort kommt
und ich dann die Suchmaschine ansetzen kann. Und da gibt es dann noch gewisse Zeitpunkte, wo ich also das Gespräch mit den Folien kombiniere und zusammensetze. Und ich glaube, das System ist ganz gut. Mhm. Wird aber, wie ich sagte, nicht jeden Tag angewandt, weil es ja im Endeffekt für den Notfall auch da sein soll. Gut. Mir ist ja deutlich geworden, ja. Ja. Ist ja nicht zum täglichen Bedienen. Ja, 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 ja. Wenn man das Wissen braucht, das ist klar. Hm? Ja, ja, ja. Und da muss es einfach verständlich sein. Also wenn es dann komplex dargestellt ist, das ist dann ein Problem. Ich glaube, ein Philosoph hatte mal gesagt, es ist einfach, einen einfachen Verlauf komplex darzustellen. Aber es ist enorm schwierig, einen komplexen Verlauf einfach darzustellen. Und ich glaube, das ist gerade bei diesem Expert-Debriefing ist das die Herausforderung, komplexe Sachen doch einfach darzustellen. Beschreiben Sie mal, wie Sie Ihre Krawatte binden in Worten. Ja, ja, genau, das typische Beispiel. Das ist das typische Beispiel, wo man sagt, man weiß ganz genau, was man macht, aber es ist schwierig, in Worte zu kleiden. Und ich glaube, auch auf unserem Gebiet, wo ich herkomme, Flugdynamik, man hat Erfahrungswerte, ein Fingerspitzengefühl, und dieses Fingerspitzengefühl zu beschreiben, ist eine Herausforderung für die nächsten Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, auch ein Ziel, was wir hatten. Mhm. Ob es uns gelungen ist, ich glaube nicht, weil es einfach zu schwierig ist. Gut, also vielen Dank. Ich habe noch ein ganz großes Ausrufezeichen gemacht, wo Sie vorhin die Anderson-Gleichung erwähnt haben. Dieses Wissen ist gleich in Klammern Person plus Information hoch Sharing. Ja. Und das habe ich mit einem Fragezeichen, einem Ausrufezeichen der Form vergeben, weil Sie haben dann gleich dieses Unlearning mitgenommen. Weil dieselbe Gleichung würde natürlich auch für Richtung Wissensflut gelten. Das heißt, wenn diese Informationen x-fach geshared werden, dann wird die Flut natürlich auch quadratisch größer. Hm? Ja, 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 ja. Aber ich sollte vielleicht ausdrücken, dass die Menge der Informationen vielleicht nicht so entscheidend ist wie dieses Teilen. Und ich glaube, das Teilen ist ja auch eine Kulturfrage. Dass man manchmal sagt, wenn ich das Expertenwissen besitze, dann habe ich eine sichere Position. Dann kann ich nicht herausgeworfen werden. Und wenn ich teile, dann verliere ich ja meinen Expertenstatus. Und hier soll einfach ausgedrückt werden, dieses Teilen ist wichtig. Das Teilen bringt, sagen wir, neue Kombinationen, und auch dieses Teilen des Wissens führt im Endeffekt zur Innovation durch die Übertragung von einem Gebiet zum anderen Gebiet. Gut. Ja, das ist klar. Mir war bloß diese andere Sache auch gleich jetzt ins Bild gerückt. Ja, ja. Sie hatten noch was mehrfach erwähnt, so in der Richtung, dass es sehr erfolgreich läuft. Das ist dieses Expert Directory. Wie kann man sich das jetzt als Unbeteiligter vorstellen? Was macht das so erfolgreich? Was findet man alles da dran? Wozu wird es durch die Mitarbeiter wirklich genutzt? Dass ich gerade jetzt, sagen wir, im Falle von ESA, wir haben ja, jetzt würde ich mal sagen, innerhalb der ESOC, vom ESOC Flugdynamik, Wissen. Und wir brauchen auch in der Projektentwicklung, Satellitenentwicklung, brauchen wir auch Flugdynamikwissen, wenn der Satellit hergestellt wird. Und so haben wir gewisse Inseln innerhalb der ESA, auch durch, weil wir nicht ganz zentral liegen, sondern dezentral, haben wir Inseln, Wissensinseln hier und dort. Und da ist es, glaube ich, entscheidend, dass ich also Zugriff habe, relativ einfachen Zugriff habe, wer weiß was. Und da, glaube ich, hat uns dieses Expertenverzeichnis schon geholfen. Gut. Ja? Wie wird das gepflegt und aufgebaut?
Wie entsteht denn das? Machen das die Leute selber ihre Einträge? Die Leute selber zusammen mit den Vorgesetzten. Ja, dadurch, also es machen, also ich meine, die erste Information gebe ich selber rein. Das muss natürlich dann auch autorisiert werden von den Vorgesetzten, dass ich nicht im Endeffekt irgendwas reinsetze, was nicht der Fall ist. Aber es wird durch die Abteilungsleiter eigentlich gepflegt. Ja, jetzt nicht jeden Tag, aber wir haben ja auch in der Personalverwaltung hier die, sagen wir mal, jährliche Assessment-Gespräche, also wo diskutiert wird, was waren die Zielsetzungen für das letzte Jahr, was sind die Zielsetzungen für das nächste Jahr, was habe ich gemacht, welche Entwicklungen habe ich durchlaufen. Und da ist natürlich ein guter Anknüpfungspunkt, bei diesem Gespräch auch einfach festzustellen, wo liegen Ihre oder deine Kapazitäten und Möglichkeiten für dieses Gespräch zwischen Vorgesetzten und Angestellten. Und da kann es immer auf den neuesten Stand gebracht werden. Und es verändert sich auch nicht so schnell. Also es verändert sich ja nur durch Weggang und durch Zugang von Leuten schneller, aber durch die persönliche Entwicklung des Einzelnen ja nicht so schnell. Ich werde ja nicht, sagen wir, von heute auf morgen zum Experten in irgendwelchen Treibstoffen, wenn ich das noch nicht gemacht habe. Also da verändert sich das relativ langsam. Ganz vielen Dank für die Antwort. Also ich habe erstmal keine direkten Fragen mehr, bis auf die letzte. Ich würde das mal an Gabriele übergeben, ob die sie eventuell noch ein paar Fragen hat. Also ich glaube, man kann eigentlich bei jedem dieser Werkzeuge, das Sie aufgeführt haben, wäre spannend, jetzt noch nachzufragen, aber ein bisschen mit Blick auf die Länge unseres Interviews und des späteren Videos würde ich mich da jetzt einfach zurückhalten. Sie haben ja netterweise Ihre Kontaktdaten auf der letzten Folie angegeben, sodass sich Neugierige bei Ihnen melden können. Deshalb würde ich tatsächlich den Ball direkt an dich zurückspielen für deine übliche letzte Frage. Ja, genau. Also ich hänge es immer damit dir jetzt etwas auf, weil Weihnachten vor der Tür steht. Wenn man sich jetzt wünschen könnte, was denn in den nächsten ein, zwei Jahren so passieren sollte, so idealerweise, was würden Sie sagen, welche Herausforderungen wären, dass die dann quasi gelöst werden würden? Also für die ESA jetzt. Für die ESA. Das Management für Ihren Bereich, für ESA. Ja. ESA. Also was ich mir wünsche, ist mehr, sagen wir, eine größere Werbung, eine stärkere Werbung dafür durchzuführen, dass wir auch die Mittel und die Zeit haben, einfach in Kampagnen, die das Sinnvolle des Wissensmanagements den Angestellten zu zeigen, sodass auch da ein Verständnis da ist. Denn wie ich sagte, also wenn wir die besten Instrumente haben für Wissensmanagement, aber die unten im Keller entwickeln und alle Fenster sind zu und da steht draußen auch noch an der Türe streng vertraulich, Eintritt verboten, dann glaube ich, bringt es nichts. Und hier habe ich das so den Eindruck auch bei uns, dass also mehr Werbung durchgeführt werden sollte. Nicht für etwas, was nicht sinnvoll ist, dass ich also Kühlschränke für Leute auf dem Nordpol anbiete, sondern wirklich etwas Sinnvolles anbiete. Und da ist natürlich auch immer ein gewisser Wandel notwendig. Ich habe meine vertrauten Instrumente, die ich ganz genau kenne. Und um von einem Instrument auf ein anderes Instrument umzusteigen, braucht es einen Aufwand. Und manchmal hindert dieser Aufwand, das auch dann einzuführen. Und wie ich sagte, also mein Wunsch wäre, dass wir etwas mehr an dieser Werbung durchführen können, auch eine erfolgreiche Werbung machen können. Das ist so meine Vorstellung, mein Wunsch für das Jahr 2017. Gut, ganz vielen Dank dafür. Ich bedanke mich, ich fand das hochspannend. Das Interview, auch die Informationen, die Weitergabe, da einen Eindruck zu bekommen. Für mich war es ja neu, im Gegensatz zu Gabriele. Und ich fand es sehr spannend. Also ganz vielen Dank dafür. Keine Ursache. Ich hatte mich ja zur Verfügung gestellt.
Also ich bin jetzt nicht so sehr an dem Ergebnis interessiert, das muss ich Ihnen sagen, das ich jetzt sehe oder höre, sondern für mich ist entscheidender, dass ich auch mein kleiner Beitrag für Ihr, sagen wir mal, Intention, das Wissensmanagement bekannt zu machen, etwas dazu beitragen kann. Denn ich glaube, wir haben von der ESA her über die letzten 15 Jahre oder 10 Jahre Wissensmanagement betrieben. Ich glaube, wir haben relativ viel gemacht und unsere Erfahrung möchten wir einfach ganz gerne weitergeben.